aber ein bisschen ausgedehnt und sind gespannt, was du uns vorstellst. Dankeschön. Ja, Fußball in Deutschland, Sportart Nummer 1. Fußball eine Volksleidenschaft. Darum habe ich mir gedacht, ich betitel meinen Vortrag auch gleich so. Und man sieht, Emotionen sind im Fußball alltäglich. Es gibt nichts Wichtigeres als die Emotionen im Fußball und das Geld für viele. Doch, ja, Fußball ist Fußball. Kurz ein paar Sachen zu mir. Mein Name ist, wie gesagt, Saskia Kieninger. Ich bin 19 Jahre alt. Mache momentan ein freiwilliges soziales Jahr in Stuttgart. Zu meinem sportlichen Werdegang selbst. Ich habe 7 Bundesligaspiele, also 2 Ligaspiele auch vorzuweisen und 2 Spiele im DFB-Pokal. Deutschland gleich Fußballland. Allzeit überall bekannt. Wir haben im DFB haben wir eine Mitgliederzahl von über 6 Millionen Menschen. Die Anzahl der Vereine steht bei über 26.000. In der Woche werden ca. 85.000 Spiele ausgetragen und dazu gibt es 75.500 Schiedsrichter, zu denen ich mich auch zählen darf. Wir haben ca. 2,5 Millionen jugendliche Mitglieder. Man sieht also fast die Hälfte der generellen Anzahl sind Kinder. Wir haben auch die Millionengrenze geknackt im Frauenbereich und wir haben knapp 7.000 Mädchenteams. Der größte deutsche Verein ist der FC Bayern München. Ja, wie alles begann, wir haben 1900, durften wir die Geburtsstunde des Fußballs in Deutschland des DFB feiern. 1903 die Einführung der Deutschen Meisterschaft, worauf dann 1908 die Länderspiele begannen. Für mich ganz wichtig war die Einführung 1973 der Frauen-Bundesliga. Frauenfußball in Deutschland haben wir eine erste Bundesliga, die 12 Mannschaften umfasst, ebenso wie 2 zweite Ligen. In einer Teilung von Nord und Süd ebenfalls 12 Mannschaften. Die deutsche Nationalmannschaft wurde 2003 und 2007 Weltmeister und es unterscheidet sich im Regelwerk nicht vom Männerfußball, was auch ein großer Mythos oft ist. Heute haben wir mit dem Fußball die meist übertragenste Sportart im freien Fernsehen. Wir haben dadurch, dass es eine Vielzahl an Vereinen gibt, wie man es ja vorher gehört hat, viel Abwechslung. Wir haben Derbys, unvergessene Schlachten. Und es geht so weiter. Fußball als Fremdsprache, für viele Frauen vor allem, es ist einfach immer noch so. Wir haben Bayern sonst anders gehandhabt wird. Oder ein Lothar Matthäus lässt sich nicht von seinem Körper besiegen. Ein Lothar Matthäus entscheidet selbst über sein Schicksal. Gut, im Hinblick auf seine Frauen stimmt es auf jeden Fall. Und nun ja, es geht weiter mit den 10 Geboten für Fußballer. Ich liebe sie abgöttisch. Erstes Gebot, höre auf den heiligen Gott. Den Ball nicht am Torwart vorbei, sondern ins Tor zu schießen. Bringt schon mal sehr viel, oder? Du sollst denken, bevor der Wild um dich grätscht. Du solltest die Verteidiger manchmal wirklich darauf eingehen. Du sollst nicht auf den Trainer hören. Das ist das Lieblingsgebot eines jeden Stürmers, weil er tut es wirklich nicht. Jeder erfolgreiche Stürmer hat es, sobald er auf seinen Trainer hört, eigentlich verloren. Eins meiner Gebote ist natürlich, du sollst alle, die in deinen Torraum eindringen, umnieten, auf dass sie es nie wieder wagen werden. Bringt natürlich ganz geschickt. Als Stürmer, wenn der Schiedsrichter abseits pfeift, falle aus allen Wolken und erkläre ihm die Regeln neu. Das können die Italiener wunderbar, wenn sie da stehen. Funktioniert jedes Mal. Ein Verteidiger denkt sich dann eher im Zweifel, hau ihn um. Weil lieber gehe ich mit Rot, anstatt der ein Tor schießt. Torhüter haben öfters mal das Problem, dass sie sich das sagen müssen, rechne mit allem, nur nicht mit der Hilfe von deinen Vorderleuten. Eine Aussage, dann müssen sie den Trainer fragen. Von einem Spieler nach dem Spiel, jetzt scheinbar gesagt hatte, der Trainer ist kompetenter, um diese Fragen zu beantworten. In Wahrheit gemeint hat er, ich habe mir eigentlich keine Lust, den Mund in den Medien zu verbrennen und nachher von meinem Verein einen aufs Dach zu kriegen. Wir haben einen Ballverliebten und den Abstauber. Das sind sozusagen Vokabularien, die sehr gebräuchlich im Fußball sind. Es gibt schöne Bilder dazu. Wenn die Männer sich im Haushalt auch mal so anstellen würden, hätte ich auch nichts dagegen. Also dann beim Abstauber zumindest. Gut. Ich selbst bin Torhüter auch und ich kenne den Spruch gut, wir machen unserem Torwart keine Vorwürfe. Scheinbar gesagt, ja, den Ball kann man halten, muss man aber nicht. Aber in Wahrheit eigentlich gemeint ist, ja, der Blödmann von Torwart hat da hinten eins kassiert und das hat uns jetzt das ganze Spiel kaputt gemacht und darum haben wir verloren. Unvergessene Zitate haben wir im Fußball sehr viele.
Es ist einfacher, Tore zu schießen, als den deutschen Führerschein zu machen. Also ich möchte nicht in Bremen wohnen, als Ailton damals noch gespielt hat. Oder das war europäische Weltklasse. Felix Magath, eigentlich ein sehr gebildeter Mensch, dem bringen wir das dabei. Am Spielstand wird sich nicht mehr viel ändern, es sei denn, einer schießt ein Tor. Gut, ich weiß ja nicht, ob das sehr oft zutrifft und man steht dann da hinten manchmal ziemlich alleine. Eins meiner Lieblingsgebote für einen Stürmer: Wenn du ein Tor schießt, feiere und bejuble es. Steht so spektakulär wie möglich und zeige allen, dass du es warst, denn es kann länger dauern, bis du wieder einschießt. Du sollst nicht freundlich sein für das Gegner Stürmer, er will dir Böses. Denken sich auch des Öfteren mal die Verteidiger. Und dann natürlich mein oberheiligstes Gebot, wie vorher im Eingang auch schon gesagt, abseits ist, wenn der Schiri pfeift. Doch nochmal kurz zurück zum Thema Frauen. Zwischen 1955 und 1970 war es Frauen sogar vom Deutschen Fußballbund aus verboten, Fußball zu spielen, weil früher galt es als moralisch falsch und heute haben wir viel mehr Aufmerksamkeit. Und was mich freut, die Zahl der Frauen im Deutschen Fußballbund nimmt zu, die der Männer nimmt ab. Ich weiß, also viele Männer sagen, es liegt an einer niedergehenden Geburtenrate, aber nun ja. Bilder aus dem Frauenfußball, links oben, liebe Männer, tut mir leid, es ist leider nur eine Fotomontage. ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und immer schön am Ball bleiben, ist eines meiner Lieblingszitate, denn der Ball ist rund, ein Ball kann rollen, wie die Erde sich dreht, alles bleibt. Dankeschön.